Ja, herzlich willkommen. Seit Jahresanfang bin ich auf meinem Trip, dass ich meinem Darm etwas Gutes tun will. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Lernprozess, weil es ist wieder mal etwas schief gegangen. Ich hatte mir vorgenommen, ich wollte mir einen Kefir, einen richtigen Naturkefir selbst ja herstellen, weil den Kefir, den man zu kaufen bekommt, da ist ja meist überhaupt nichts mehr drinnen. Also das ist pasteurisiert und das ist homogenisiert. Also da fehlen uns ja eigentlich sehr viele von diesen rechtsgedrehten Milchsäurebakterien. Und ja, und deswegen wollte ich mir das selbst herstellen. Jetzt habe ich auch so ein bisschen mit Laktose immer so ein bisschen zu tun und habe gehört, man kann sich diesen Kefir auch mit Kokosmilch ansetzen. Man kann dann sozusagen einen Kokosmilch-Kefir haben. Hat dort auch noch die gesunden Bakterien drinnen, muss immer mal ein bisschen aufpassen, dass die Bakterienkultur nicht kaputt geht von diesem Kefir-Knollchen. Ja, also das war so mein Gedanke. Habe ich jetzt angefangen, gestern, habe die vorgestern bekommen in so einem, ja, in so einem kleinen Tütchen, diese Knöllchen, die da drin sind, und habe dann gedacht, jetzt mache ich das mit Kokos, ja, Kokosmilch. Ja, Kokosmilch in dem Sinne, ja, geh mal schnell einkaufen, kauf dir mal Kokosmilch. Hier habe ich mir natürlich dummerweise so einen Kokostrink gekauft. Da sind ja gerade mal 8% Kokos drinnen. Das habe ich leider nicht bedacht. Daneben stand aber auch noch so eine richtige Kokosdickmilch mit 60%, die man verdünnen kann. Da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das nehme zum Verdünnen. Ja, Ende vom Lied war, ich habe die eigentlich in diese Milch getan, in diesen Kokostrink, und habe dann gemerkt, nee, das funktioniert jetzt alles überhaupt nicht. Und hatte aber die Hälfte gelassen in dem alten Ansatz, der hier geliefert kam. Ja, da habe ich dann natürlich das ganz schnell wieder zurückgewurschtelt und versucht, es heute nochmal neu anzusetzen. Ja, das war jetzt so das Tütchen, wo ich es bekommen habe. Also das kommt in so einer Ansatz, ja, in so einer Milchansatz, wo auch draufsteht, man soll es nicht, ist nicht zum Verzehr geeignet. Ich habe es aber trotzdem mal gekostet, es war sehr säuerlich. Ja, man soll hier, wenn man das mit diesen Kefirknollen macht, man soll dort wirklich auch einen Plastelöffel verwenden oder einen Holzlöffel. Ja, dann habe ich hier diese Knöllchen, die spüle ich jetzt mit Wasser ab. Auch richtig gründlich abspülen. Ja, und das ist jetzt, ich zeige es mal ran, das ist jetzt so diese 10 Gramm von dieser Starterkultur, wie man so sagt. Und am Anfang heißt es eben, dass sie auch ein bisschen brauchen, damit sie sich erholen, so ersten ein, zwei Durchgänge. Und in der Beschreibung steht, die habe ich hier, da steht also, dass man das zum Beispiel mit Bio-Hafermilch oder abgekochter Rohmilch machen soll und ein luftdicht verschließbarem Gefäß mit mindestens 500 Milliliter, zum Beispiel Marmeladenglas. Jetzt habe ich das Marmeladenglas hier gemessen, da gehen aber nur 400 Milliliter rein. Also habe ich mich entschlossen für so ein Einwegglas, was ich dann wirklich auch luftdicht verschließen kann, damit einfach da drinnen dieser Gärprozess richtig in Gange kommt. Ja, genau. Ja, und dann das dort reingeben, mache ich jetzt mal. So, jetzt bin ich eben auf diese. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bekomme eine richtige unpasteurisierte Milch, aber das geht eigentlich gar nicht jetzt. Hoppala. Jetzt gebe ich die Milch hier einfach mal hier rein. Und dann habe ich hier ungefähr 500 Milliliter. So, jetzt gebe ich einfach ganz unspektakulär. Diese Knollen hier rein. Ups, schon sind sie drinnen. Ein bisschen noch rühren. So, ihr lieben Kefirknollen, ihr dürft jetzt wirklich hier drinnen wachsen. Es tut mir leid, dass ich euch erstmal in teilweise zumindest in diese Kefir, in diese Kokosmilch gegeben habe. Das seht mir bitte nach. Ja, sie dürfen jetzt hier wachsen. Ja, und jetzt lasse ich das mal ein oder zwei Tage stehen und dann sollte das eine ziemlich gute, ja, Dickmilch, eine ziemlich gute Kefir geworden sein. Und dann habe ich darin eben diese guten Milchsäurebakterien, die Lactobacillen, die Bifidobakterien, und die brauche ich ja wiederum wirklich da, ich sag mal so, für mein Mikrobiom. Learning by doing, man muss es testen. Ich hoffe jetzt, dass dieser Kefir, den stelle ich jetzt auch hier irgendwo in die Küche mit. Meine Küche ist leider nicht so groß, aber man soll es jetzt auch nicht in die pralle Sonne stellen, sondern einfach wirklich auf ein Regal. Und dann denke ich mal, dass der hier recht gut werden wird.
Und in 2 Tagen melde ich mich nochmal. Ich habe ja gesagt, ich mache eigentlich so jeden Tag, wenn es nur ein kleines Video ist, einfach um so ein bisschen ein Update zu geben. Ja, damit es nicht immer so zwischenlang, diese Zwischenräume so lang sind, sondern dass man einfach ein bisschen mehr den Dingen dann auch folgen kann. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihre Nadja, bis bald.